Wir haben die Handtasche des Opfers gefunden. Ist das Übliche drin. Personalausweis, Lippenstift, nur der Wagenschlüssel fehlt. Ah, wie sind Sie denn in den Wagen gekommen? Na, das komplette Raub- und Einbruchsdezernat ist hier. Die sind in der Lage, einen Wagen zu öffnen, ohne Spuren zu hinterlassen. Ach was? Ja. Ich meine, das Brautkleid, das Sie anhatte, das war doch bestimmt sündhaft teuer. Wie konnte sie sich das leisten, wenn sie so einen Wagen fährt? Sie konnte sich das Kleid leisten, weil sie diesen Wagen fährt. Was? Laut Kfz-Unterlagen hat sie ihren 2 Jahre alten Wagen verkauft und sich diese Schrottkarre besorgt. Falls Ihnen noch irgendwas einfällt, dann melden Sie sich einfach bei der Kripo Harz. Wolter, mein Name. Jonas! Hallo! Hallo! Wie romantisch, sich hier zu treffen. Findest du wirklich? Würde ich sonst sagen? Ich bin begeistert. Du siehst so sexy aus. Wir müssen mal reden. Reden klingt nicht gut. Frauen reden doch gern, oder? Gar nicht gut. Lass uns mal da lang irgendwie gehen, dann können wir reden. Ja? Okay. Hey! Stehen bleiben oder schieße! Na los. Drück doch ab, wenn du dich traust. Stehen bleiben, hab ich gesagt. Na los! Na los, du Weichei! Ich hab gesagt, stehen bleiben! Chef! Ja? Gute Nachrichten. Ich hab den Lover von der Frau Ransleben, Prokurist bei einer Champagnerfirma im Lande. Und den Dr. Gremling habe ich auch aufgetrieben. Der ist Patentanwalt. Da ging es um irgendwelche Gebrauchsmuster und deren Rechte daran. Das hat aber meiner Meinung nach nichts mit dem Fall zu tun. Das war wie in einem Tatort letzte Woche. Herr Wolter. Mein Gott. Buchten Sie die Dame bitte unten ein. Einbuchten Sie sie meinen U-Haft? Sagen wir Sicherheitsverwahrung, ja? Und lassen den Herrn Bechtel antanzen. Bechtel. Hier steht Bechtel. Ich habe mich verschrieben. Ja. Auch schon zu Hause, Chihuahua, Indianer. Hast du mal auf die Uhr geguckt, wie spät das ist? Ist das hier Obdachlosenmagazin? Verzaufst du die Zeitungen oder was? Ich habe einem Bekannten geholfen. Du, das ist mir völlig egal. Hör mal, hier gelten Regeln. Und die gelten auch für dich. Du kannst nicht einfach nach Hause kommen, wann du willst. Wenn ich sage... Regeln? Regeln? Ich scheiß auf deine Scheißregeln. Weißt du was? Ich zieh aus. Ach so, und wo ziehst du hin? Zu dem Hotel vielleicht? Geh dich einen Scheißdreck an. Wenn mich das ein Scheißdreck angeht, warum habe ich dich denn nicht schon längst rausgeschmissen? Das brauchst du nicht mehr. Ich bin offiziell seit einer halben Stunde volljährig. Achso, weißt du, woran das liegt? Das liegt an diesen Fantasien, die dir deine Mutter in den Kopf gesetzt hat. Wo ist denn der Brief? Komm, sag mal, wo ist denn der Brief? Lass mich in Ruhe! Das kann sie nämlich versprechen. Halt die Fresse! Ich hätte es schön gefunden, wenn mein eigener Vater mir wenigstens zu meinem 18. Geburtstag gratuliert hätte. Gratuliere ich dir. Arschloch. Ben! Hey! Alles klar? Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Chris. Hi. Alles klar, und bei dir? Soweit. Duales Ausbildungssystem. 3 Monate Betrieb, 3 Monate Studium. Im Moment arbeite ich im Betrieb, im Controlling. Hapag-Lloyd. Das ist ein Spitzenunternehmen. Weißt du, dass der Logistikbereich jedes Jahr um 10% Zuwachs hat? Das bedeutet, die sind wie verrückt auf der Suche nach neuen Leuten. Und die Finanzierung stimmt auch. 1000 Euro monatlich. Ich meine, die wollen ja, dass man ganz gut aussieht. Ja, und wenn ich mit meinem BWL-Studium fertig bin, dann habe ich direkt einen Job. Und was machst du? Ich mache jetzt einen HIV-Test. Ah. Oh, das tut mir leid. Keine Ursache. Ich drück die Daumen. Hey, dann alles Gute. Wir kommen fast jeden Tag hierher. Ich mach das erste Mal. Ach, es wird Ihnen gefallen, wir werden sehen. Wie sind Sie denn drauf gekommen, mal so ganz ohne zu wandern? Eine Bekannte von mir hat mir davon erzählt. Frau König, Gabi König. Sind Sie sicher? Ja, sie hat erzählt, wie toll das sei, nackt zu wandern. Nichts zwischen dir und der Natur, hat sie gesagt. Das hat Gabi gesagt? Ja, oder so ähnlich. Sie kennen Frau König? Ja, sie wandert ab und an mit uns. Okay. Bist du soweit? Ja. Schönen Tag noch. Ach so. Moment!